Simon hat sich irgendwo in Täter verlaufen und wird von seltsamen Kreaturen gejagt. Ach ja, stimmt. Die Armlosen rennen hier herum. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss irgendwie Energie einschalten oder so für die Tram. Oh Gott, das nervt. Dann rennen hier zwei von den Viechern rum. Nachdem ich der mit Arm ohne Augen halt eingeschleimt hat. Jetzt muss ich erstmal die Grafik laden. Oh? Da ist er. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Ich kann nicht genau sagen, ob die einen sehen oder nicht. Ich meine, solange ich in diesem Gang bin, werden die wahrscheinlich nicht angreifen können. Was, wo rennt der denn hin? War da jetzt noch ein Gang? Scheint wieder zurückzukommen. Das hat sich hingegangen. Da ist der andere. Sieh mal einer an. Toll, jetzt haben sie mich von beiden Seiten eingekreist. Ich meine, da habe ich noch einen Note für alle Fälle. Ich muss so warten, bis sie mit ihren Patrouillen so durch sind, dass ich da laufen kann. Ich sehe schon, die Arme sind vor der Brust wohl verwachsen irgendwie.
auch noch eine Note. Oh, eine Tür da gefunden. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein außer dem Körper an der Wand. Deswegen gehe ich mal weiter. Oh, den ganzen Weg dann wieder zurückmachen, das wird doch zum Kotzen sein. Alter Falter. Ich werde ein paar Mal drauf gehen, glaube ich. Technisch gesehen bin ich bis jetzt ja nicht einmal drauf gegangen. Ich wurde einmal geschnappt und niedergeknüppelt. Dann wurde ich, was ich vermute, von dem Blinden geschnappt. Was ich aber vermute, dass es geskriptet ist. Einmal um die Kurve spielen mit ihm. Was? Ich dachte, du läufst da rings. Das Schreiben sagte ja was von drei anderen Kreaturen. Selbst Akkus wieder aufladen. Ich glaube, er kommt wieder zurück. Komm schon. Was ist jetzt los? Donny ist zurückgekommen? In den Nebengang gegangen. Oh, das ist jetzt eine Verarschung, oder? Alter. Thank you.
ist er. Nein. Arschratte. Der kam wieder zurück. Just in dem Augenblick, wo ich da war. Spiel mal so lange mit der Tür, ich gehe hier lang. Oh boy. Okay, vielleicht gehe ich denselben Weg nicht zurück. Ich meine, da war, glaube ich, noch eine Tür, oder? Okay, da ist eine Leiter, die hochführt. Es wird wahrscheinlich irgendwas Unangenehmes im Wasser sein. Hä? Was? Wo? Was? Hä? Eines, was ist das für... Wie kommt man da bitte hoch? Oder runter? Je nachdem, von wo man kommt. Braucht eine Note. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Ah, eine Note. Komm ich denn da jetzt hin? Ah. Ich meine, es ist ja bis jetzt für mich relativ offensichtlich, dass all diese Viecher, die hier rumrennen, alle von der GAU infiziert worden sind. Aber mir hilft die GAU, mich zu regenerieren. Wie passt denn das zusammen jetzt? Hm. Ich würde mich nicht wundern, wenn das hier einfach nur ein Rätsel ist. Ganz schön viele Algen. Die Viecher rennen jetzt ja auch noch irgendwo rum. Ich meine, ich bin gerade an drei vorbei, plus unseren armen Mann, unseren Blinden. Also sollte ich jetzt erstmal kein Viehzeug mehr vor mir haben. Lauter Ersatzrohre. Dann fragt man sich auch, wie kriegen sie die scheiß Ersatzrohre hier wieder runter? Ah, das sieht doch gut aus. Nein, nein, nein. Oh. Das erklärt, warum hier Wasser ist. Ein normaler Sturz wäre selbst für meinen bionischen Super-Cyborg-Körper absolut Arsch. Das hat man davon, wenn man eine schwammige Kontrolle benutzen muss. So, jetzt aber. Warum ist das Bild gerade verschwommen? So, ich meine, da ist eine Leiter, die hier runterführt und da befestigt ist. Da kommt man nicht ran. Aber ich sehe auch nicht, wie man von oben da rankommt an die scheiß Leiter. Und es sieht noch nicht, als hätte da irgendwelche Türen. Ich glaube, das ist einfach nur, um hübsch auszusehen, damit da so ein bisschen was ist einfach. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich irgendwie in einen dieser Gänge rein muss, aber scheinbar muss ich einfach nur weiter nach oben klettern, was? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Mann, was ist das da? Ein Scheinwerfer? Das erstmal ergründen. Ach. Nach unten klettern wäre ziemlich dämlich, glaube ich. Ah, hier ist noch ein Weg. Oh, Alter, das wäre jetzt gerade knapp geworden. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wo ich überhaupt lande, wenn ich hier runterklettere. Oder dadurch. Oder muss ich da vielleicht hin zum Aces Tunnel, den aufmachen? Ja, hier ist kein Weg. Natürlich tut das weh.
Und schon wieder ist alles verschwommen. Ha, jedes gute First-Person-Spiel braucht eine beschissene Kanalisation, durch die man schlüpfen muss. Fistbump. Gau mich doch. No storage permitted. Ja, nimmt man das dann irgendwie die Wasserpumpen? Wobei, explosiv? Oh, ja, die roten Leitungen. One emergency flash direct. Open to stand clear before releasing your flood. Oh, leck doch mal. Ich gehe tauchen. Okay, ich dachte, ich würde erst durch Gänge gejagt werden von schreienden, hässlichen Globo-Viechern. Aber offensichtlich erlese ich das gerade, mehr oder weniger. Ey, Moment, komm ich so zur nächsten Anlage? Und einmal in den Ausguss, bitte. Oh, das hat noch jemand versucht. Den haben nur die Haifische gefunden, glaube ich, oder die Krabben. Escaped Feta. Oh, das ist schön. Ich muss mich mehr mit diesen Arschgeigen rumschlagen. Selbstmörderisch nach dem Motto. So, was haben wir denn hier für ein Areal? Das, ich meine, das Rohr ist offensichtlich absichtlich so gebaut. Eine Notflutungsanlage, um das System durchzuspülen. Wobei hier das auch absichtlich aussieht, dass jemand versucht hat, diese Rohre zu versperren. Vielleicht war da mal eine Verbindung oder vielleicht sollte da mal eine sein. Sie haben die Dinger halt zugeschweißt und ziemlich schlampig mit allem, was gerade zur Verfügung stand. Also nehme ich an, dass dadurch irgendwelche von den Robos gekommen sind oder wollten. Oder reinkämen. Sehr Map-Baufehler hier, der schwebende Stein und der andere schwebende Stein. Oh. Was ist das für eine Anlage? Moment, das müsste Omikron sein, oder? Let's find Omikron. Müsste es nicht auch, ich meine, wir sind ja am Boden von irgendeinem Ozean hier. Ich glaube, Mittelmeer oder so? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die Meere alle benannt sind. Es sind keine Seeminen. Also nehme ich an, dass es Fischfallen sind, oder? Ich meine, die Dinger treiben. Also zumindest die oberen Dinger sollten eventuell mit Sauerstoff oder mit anderen Gasen gefüllt sein. Oh, Moment, da sind Bildschirme dran. Stromausfall. Okay, also sehen die Dinger nur... Sind das die... Nee, das können doch keine Transmitterbojen oder so ein Scheiß sein, oder? Mich entzieht gerade der Sinn dieser Dinger. Nee, aber beim auf dem Boden des Ozeans ist es, glaube ich, das Runtergehen ja immer schwerer, weil die der Druck zunimmt und einen das schwerer macht, runterzukommen, oder? Mit dem kleinen Roboter kann ich gerade nichts machen. Warum ist hier draußen eine Heildingens? Wahrscheinlich rennen hier auch noch irgendwelche von den Robotern rum. Benutzen wir es einfach. Wir haben nicht alle benutzt.
Das heißt, falls es mehrere Enden in dem Spiel gibt und man für irgendeines der Enden die Dinger benutzen muss, dann werde ich das Ende nicht kriegen. Ich setze das gerade gedanklich gleich mit dem, was in Bioshock passiert. Rohr? Das müsste auch so eine Wasserleitung sein. Moment mal, das ist doch so eine Ladestation hier. Kann man da vielleicht mal irgendwas mit dem kleinen Kerlchen machen? Ich vermute nicht, aber... Nö. So, ich tippe mal, die große Anlage hier wird Omikron sein. Mit einem sehr langen Gang dran, der über diesen Abgrund hängt. Gau hat sich richtig stark ausgebreitet hier. Die haben wahrscheinlich noch mehr Sachen versucht hier zu bauen im Laufe der Zeit, aber ich wollte mal eben in diese Kapsel hier rein. Omikron Substation 3. Welch schreckliche Geheimnisse finden wir hier? Das hier hat noch ein Stockwerk. Oh, Manual Override. Das sieht doch schon mal nach irgendwas aus, mit dem man rumfummeln sollte. Oh. Open Valves, Pressure Pump, Before Flushing, make sure to open valves and turn on the pump. Hier ist ein Stromausfall. Das heißt, die Pumpe... Kein Saft. Ernsthaft? Ah. Okay, ich kann nur vermuten, dass ich erstmal den Strom für diese Kapsel herstellen muss. Da muss ich das da oben wahrscheinlich Wasser reinpumpen. Oh. Nee, aber noch Stromausfall. Aber die anderen Dinger funktionieren. Tatsächlich eine Schleuse, okay. Aber was kann denn so wichtig sein in dieser Substation? Das ist doch nur diese Kuppel hier draußen. Das heißt, ich muss den ganzen Vorgang mehr oder weniger wieder umkehren danach. Jemand hier? Oh, Tatsache. Alter. Hat sich gerade die ganze Kuppel geneigt. Scheint, als würde ich hier ähnlich rauskommen wie in der Funkstation. Durch einen Lag. I'm not getting anything. I can't read him like the others. Da hat sich aber jemand ganz schön viel Mühe gegeben, in diese Kuppel hier noch irgendwelche trockenen Sachen reinzukriegen, die aus Papier sind. Immer noch Stromausfall. Powerlevel. Oh, fuck me. Okay, ich nehme an, ich muss rechts und mit links oben verbinden. Next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit?
Not yet. I'm trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body. Oh. But you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Oh, the terminal just lit up. Kath, why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Das ist nicht gut, wenn ich schon wieder diese Glitches habe. Catherine, are we alive? Nein. That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figure there must be a way to know. Know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Ich vermute, mit dem kann ich keinen Kontakt haben, weil der Schädel so aufgebrochen und das Innere zerfetzt ist. Da ist wohl nicht mehr wirklich viel, was man auslesen kann. Ich sehe gerade, ich habe sogar noch ein anderes Stockwerk hier. Egal, gucken wir uns erstmal hier unten um. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming critical. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Ah. Deswegen kann ich von ihm also nichts kriegen, weil sein Blackbox explodiert ist. Ah, das ist eine gute Erklärung. Blackbox-Status. Julia, da ist es offline. Lisa, Kamera, die sind alle offline. Anfang am Besatzungsstatus. Alle offline. Müsste das dann aber auch nicht bedeuten, dass die entweder alles zerstört wurde oder dass die alle tot sind? Die Frage ist, was ist, wenn die von den WoW übernommen werden und rumrennen und Leute umbringen, was ja eigentlich gar nicht sein sollte, wenn die KI ja eigentlich Menschen retten soll, aber naja. Logik. Omikron. Oh, fuck. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Did you do that, Catherine? What? Never mind. System updates. Und ja, ich habe den Glitch gerade gesehen. Anmerkung: aktivierte Blackbox, Face Saves, HRTH4 Cartridge implementiert.